So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ihr wisst, ich bin nicht der süße Typ, ich bin eher der herzhafte Typ. Jetzt habe ich aber was gesehen. Ich hoffe, die Kamera funktioniert noch, weil die ist nämlich vorhin runtergefallen. Ja, das sehe ich ja dann später, ob die funktioniert. Hier ist nämlich übelster Kratzer drauf. Ich habe was gesehen, das wollte ich trotzdem unbedingt mal testen. Und das sind Schoketten in der Winteredition. Jetzt, wo Hochsommer ist, das heißt, sie liegen schon 3 Jahre rum, haben eine schwarze Packung und sehen eigentlich total genial aus. Das sind diese 3 Tafeln, die wir jetzt mal hier reinhalten. Für das Thumbnail und die 3 Sorten möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Wir haben nämlich die erste weiße Zimt Crisp. Wir haben Zuckerstange Minze und wir haben Pumpkin Spice. Scharfer Kürbis, kann der was? Das werden wir gleich rausfinden. Ich werde die erste jetzt hier mal aufmachen. Schoketten limitiert, weiße Zimt Crisp Winter Edition. Wenn ihr Schoketten-Fans seid, schreibt es mal in die Kommentare. So, hier ist typisch so ein Papier. Da gehen wir mal mit dem Finger rein. Ihr wisst, die liegen ja eh immer alle so aufeinander. Das ist typisch bei den Schoketten. Das sind ja kleine einzelne Stückchen, die müsst ihr nicht auseinanderbrechen. Die kommen direkt so in den Mund. Weiße Zimtcrisp. Ja, du merkst ein bisschen was auf der Zunge, war so ein bisschen bitzel, dieses krispige etwas. Es schmeckt auch nach weißer Schokolade ein bisschen, aber irgendwie schmeckt es auch gleichzeitig total abgestanden und muffig. Vielleicht weil die schon so lange liegen oder es ist halt einfach die Schokolade an sich, weil es ist ja auch Zimt und Zimt hat ja eh eigentlich so einen staubigen Geschmack, der dann trotzdem ein bisschen erprickelt, sagen wir mal. Finde ich jetzt leider nicht so überragend vom Geschmack, da finde ich die normale Schokette besser. Das hat eine komische Konsistenz, hat mich nicht überzeugt. Und wie ein echter Profi müssen wir uns jetzt erstmal den Mund ausspülen mit diesem etwas, wo ihr nicht wisst, was es ist und ich es am besten auch nicht weiß. Und dann kümmern wir uns um die zweite Schokolade, nämlich die Zuckerstange Minze. So, Zuckerstange Minze. Sieht ja hier auch wunderbar aus. Ihr seht, hier sind so Minzblätter drauf. Ihr habt Zuckerstangen. Bei der ersten habt ihr hier diese Zimtröllchen gehabt, um diese weiße Schokolade drumherum. Machen wir auch mal diese auf. Steht da irgendwo ein Datum? 30.09.23. Bei mir ist es jetzt hier Juli 23. Das heißt, es ist alles auch noch haltbar. Das dürfte also nicht den Geschmack haben von der vom Alter her, sondern einfach, weil es so schmeckt. Ihr habt wieder diese 3 Stück nebeneinander. Wir nehmen uns mal eins raus. Probieren mal Zuckerstange Minze. Ich denke mal, das ist so ein bisschen After Eight mäßig, aber wie schmeckt Zuckerstange? Hat mich irgendwie ein bisschen erinnert an diese Schokokränze, die es gibt, wo diese ganzen bunten Streusel drauf sind, die immer so knüppelhart sind. Das Zuckerstange-Geschmack wahrscheinlich, das haben die diese kleinen Perlchen da drauf, die schokoladig sind. Zuckerstange ist meiner Meinung nach anders. Ich habe da was komplett Süßes erwartet. Das hat irgendwie eine sehr kakaoartige Note gehabt. Minze, ganz leicht, kein After-Eat-Geschmack. Das war so harmlos. Da habe ich lieber After Eight, da habe ich wirklich eine kleine zarte Schokolade mit einer schönen cremigen, frischen Minznote. Also auch Zuckerstange Minze, nicht überzeugt, würde ich leider auch nicht nochmal kaufen. Gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt, weil war ja die Winteredition. Wir spülen kurz aus und kommen dann zum Highlight, dem scharfen Kürbis. Oh,
Pumpkin Spice. Nicht nur ein interessanter Name, auch dass das hier so schön orange ist, vom Design her gefällt mir am besten. Sieht nicht so böse aus wie das Dunkle davor. Achso, jetzt sehe ich auch, das ist ja nochmal der Clou. Das erste war weiße Schokolade. Das zweite war so schwarze Schokolade, also richtig dunkel. Das müsste Zartbitterschokolade eigentlich sein. Edelzartbitterschokolade mit Kakaocreme-Füllung, 3,7% Zuckerperlen mit Minzgeschmack. Das erste natürlich weiße Schokolade, Zimtzuckergranulat, Edelvollmilchschokolade. Jetzt seht ihr, das ist nicht so dunkel und so schwarz wie das daneben, denn das ist jetzt keine Edelzartbitter. Das ist die Edelvollmilch mit Kürbiscreme-Füllung und Kürbiskerngrieß. Warum aber Spice? Ich höre da jetzt nichts oder sehe da jetzt nichts von irgendwelchen scharfen Sachen. Machen die jetzt trotzdem auch mal auf. Ich schaff's nicht, diese Packung aufzumachen. Aber das macht mich jetzt trotzdem stutzig, wenn ich hier diesen Kratzer sehe. Ich glaube, die Kamera hat einen weg. Das sieht aus wie ein kleiner Hundehaufen. Da werden wir uns auch wieder eins aus der Mitte rausnehmen. Ist auch sehr weich, obwohl das die ganze Zeit im Kühlschrank war. Hast du es 5 Sekunden hier draußen liegen, schon ist es total weich. Pumpkin Spice. Okay, muss ich sagen, die war nicht nur von der Sorte her am interessantesten, die finde ich auch geschmacklich am besten. Ist die einzige, die für mich eine wirklich winterliche Note hat. Ich weiß nicht, ich bin kein Kürbis-Fan, ich esse eigentlich nie Kürbis. Das hat für mich eher geschmeckt wie Spekulatius ein bisschen. Und wie irgendwelche, weiß ich nicht, Lebkuchen. Lebkuchen, du hast auf jeden Fall, wenn du reinbeißt, direkt dieses weihnachtliche Feeling da. Und das, obwohl das Kürbis ist. Das macht mir gar keinen Sinn. Das schmeckt für mich trotzdem wie ein Lebkuchenmann. Ist aber Pumpkin Spice, ist empfehlenswert. Die würde ich sogar noch mal kaufen. Den Rest eher nicht so. Also mein Favorit steht fest. Wenn ihr die kennt, schreibt es mal rein. Wenn ihr Schokettenfans seid, schreibt es mal rein. Den Rest gebe ich jetzt der Mama. Die isst nämlich gern Schokolade. Ich brauche das nicht. Ich bin ja nicht der süße Typ. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, euer Ramses.